Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill. Wir betreten das Jahr 2056 in der Welt von Transport Fever. Natürlich hier wieder auf dem wunderschönen Kanal von Männerswort. Ja, ab sofort ist ja alles ein bisschen strukturierter. Jeden Montag kommt jetzt Transport Fever wieder mal raus. Und ich versuche das immer so zwei Wochen mäßig zu produzieren. Und wir brauchen erstmal Geld. Deswegen vorspulen, vorspulen und nochmals vorspulen. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich weiß es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Mäuse hin und her laufen, die für schwanger sein kann und ja. So, Busse. Ah, wir haben schon die neuen Busse hier, das ist gut. Und was ist denn, was wir heute machen können, dürfen, sollen, möchten, was auch immer. Eigentlich wollte man doch hier so eine kleine Bahn eigentlich hin und her bauen. Damit Seehausen vielleicht noch ein bisschen angeregt wird. Wie wär's denn? Ich habe eine Idee, was wir bauen. Ja, wenn sie Ideen hat, braucht erstmal Geld. Und Geld gibt es hier bei uns irgendwie aus einem Grund überhaupt nicht mehr. Für meine Idee brauche ich einen zweikopfigen Bahnhof. Zweiköpfigen. So. Schnell mal kurz stopp, denn wir haben mal wieder 11 Müll, wenn ich das richtig sehe. Genau. Denn ich möchte nämlich den Bahnhof hier hin und her verbinden. Hier unten kommt eh kein Zug mehr lang. Deswegen können wir auch ganz getrost einfach so übers Wasser bauen. Oder auch nicht. Passt doch wunderbar. Und fahren dann in Richtung Flughafen. Jetzt hätte ich mal eine Sache gucken können, ob es sie gibt, wenn ich schon das hier baue. Und zwar so eine kleine Art S-Bahn. Wieso S-Bahn? Ja, dann könnte man nämlich einen Pendlerzug hin und her bauen. Was ich denke mal eigentlich relativ geil aussehen kann. Aber dann machen wir eben einen kleinen Pendlerbahnhof eben so. Wir müssen wenn schon hier ungefähr so hin. Direkt hier so daneben das passt, machen hier nochmal eine kleine Kurve rein. Das sieht wunderbar aus. Ja, wie gesagt, jede zweite Woche kommt der Transport Fever wieder hier. Und was wir jetzt hier alles anstellen, das ist jetzt unser Fantasie frei gelassen. So. Wir haben Seehausen jetzt ungefähr verbunden. Seehausen bekommt aber dann dazu aber noch ein Dingsverbindung. Wir regen das erstmal hier an, indem man hier ein so baut. Genau. Perfekt. Auch wenn dort ein altes Gleis dran ist, aber ich glaube, das ist weniger das Problem. Wir fahren ein bisschen weiter raus, weil dann können wir Krümmung zu groß. So, dann ziehen wir hier eine Krümmung rum. Die natürlich nicht funktioniert. Wie groß muss denn die Krümmung sein, bitteschön? So. Und können hier anlegen. Dazu kommen wir aber auch hier. Und dann eben den Bahnhofsbereich zweigleisig, so dass man gleich auf die Strecke mit den Zug drauflegen können. Dazu brauchen wir auch natürlich Signale, Autosave. Das hat sich geändert, nice. Ich habe den beide nicht mehr gespielt. Und hier brauchen wir noch ein Signal und natürlich hier auch.
Auf der Strecke wird natürlich nur ein Zug fahren, deswegen brauchen wir darauf keinen. So, Züge kaufen. Ich habe wieder ein paar Mods runtergeladen. Ich weiß aber nicht, welchen Zug ich jetzt hier hatte. Wir brauchen ja eigentlich bloß eine kleine. Wir brauchen einen kleinen Panelzug. Den roten Pfeil würde ich nicht gerne benutzen. So, den Ford G, genau. Den gibt es jetzt neu. Den Staubwagen. Ford G, dann haben wir jetzt von Zangs jeweils noch Ford G, KFG, Emra GTX und Vascon Wagen. Dann haben wir hier Onwell DRL. Wir haben hier sehr viele Tankwagen nochmal heruntergeladen. Hier haben wir noch ein paar VTG. Also an Tanks dürfen jetzt eigentlich gar nicht mehr fehlen. So, den Pendlerzug mit 130 km/h, der dürfte eigentlich auf der Strecke reichen. Nicht genug Geld, das war mir klar. 10 Millionen. Können wir uns aber auch nichts mehr leihen. Das heißt, wir müssen uns erstmal einen eigenen Zug machen. Uns fehlen... Obwohl, wir lassen mal ein bisschen vorspulen. Vielleicht kriegen wir noch die 3 Millionen rein. Oder machen erstmal miese. Achso, durch den Bahnhof jetzt das Geräusch. Genau, so, wir haben 11, 8. Oh, da waren die 13. Dazu müssen wir ja noch eine kleine Busverbindung machen, von der Stadt aus bis hier raus. Dann sind nämlich die Leute auch ein bisschen mobiler, so, dann haben wir das jetzt. Einen eigenen kleinen Zug zu erstellen, ist natürlich jetzt eine relativ kleine Sache, ich würde mal sagen, wir wollten noch den Pendlerzug machen, wenn wir schon die 13 haben. Genau, den kleinen Pendlerzug mit 99. Der bekommt natürlich eine neue Linie, die heißt Seehaus Flughafen. Seehaus Flughafen. Ich weiß nicht, was sich jetzt alles geändert hat. Ich sehe nur, hier ist auch irgendwie was neu. Was das soll, weiß ich jetzt nicht. So. Vielleicht heißt es Kopfbahnhof. Dazu haben wir noch 1 Million jetzt. Da müssen wir jetzt Geld ausgeben, um den Busverkehr hier anzutreiben. Das ist ein kleiner. Hier kommen nicht viele Leute hin. Hier kommen nicht viele Leute hin, deswegen kommt hier ein kleiner hin. Dann machen wir hier eine Haltestelle hin. Dann machen wir hier eine Haltestelle hin. Dann kann er hier in die Ecke reinfahren. Fährt dann hier hin und fährt raus. Läuft. Dann brauchen wir, weil es eine kleine alte Stadt, würde ich sagen, ist, die hat zwar Anschluss an warum geht das jetzt nicht? So. An dem Flugverkehr, aber das müssen wir glaube ich nicht haben. Hier haben wir den. Genau, deswegen auch 70er Jahren, weil das ist der da rauskam. Bus nehmen wir einfach mal mit 25 Kopf, nee, immer zwei davon. Die dürften schon reichen. Dann fährt er hier lang. Fährt hier raus. Ich freue mich außerdem, wo ich gerade hier Bus sehe. Wird ein neues Projekt irgendwann mal geben auf meinem Kanal. Wahrscheinlich geben, sagen wir es mal so. Und das wäre dann der Bussimulator. Den könnte man sich auf meinem Kanal vielleicht noch gut vorstellen. Deswegen wird er wahrscheinlich kommen. So, dann haben wir... Da kommt der Pendelzug raus. Schön.
da ist der Pendlerzug. Was ich jetzt mit den zweiten Gleis machen möchte, ist eigentlich auch klar. Wir fahren hier und drehen einmal hier rum. Dann haben wir auf der Strecke ja einen Zug, Linie 14. Finanzenmäßig scheiße. Wo ist ein relativ... Ach, das ist ein kleiner Zug. Also finanzenmäßig ist er natürlich völlig am Arsch. Ah, hier haben wir natürlich unsere kleinen... unsere kleine Negativeinnahme. Aber das wollte ich ja unbedingt machen, auch wenn die Strecke viel zu lang für den Zug ist. Auch wenn es das überhaupt eigentlich an die Strecke passt. Ist mir aber relativ egal. Ist der Zug eigentlich ausverkauft? Nee. Da können wir noch einen Namen nehmen. Aber wir bleiben trotzdem im Minus. Das steht uns, glaube ich, allen fest. So, der Zug. Natürlich wird dann aber auch später noch die Strecke auf zweigleisig ausgebaut. Das ist, glaube ich, auch relativ selbstverständlich. Meine Mäuse, die gucken mich die ganze Zeit an und wissen nicht, wohin so ungefähr. Ist auch kein Leben richtig für die. Es ist ja... Was ist denn das schon für die? Das ist ein Gefängnis eigentlich für die. Da ist wenig Platz drinne und... So. Nee. Nein. Das wird nicht anders gehen. Doch. Oh, hier mit 150 lang. Dann fahren wir einmal rings um den Berg. Das war zu weit. Eigentlich wollte ich auch mal für die nochmal einkaufen gehen, gucken, ob man sich was leisten kann für die Mäuschen. So. Und dann versuchen wir wieder mal ein bisschen Geld einzunehmen. Ist natürlich immer scheiße jetzt für die ganzen Parts sich irgendwelche Themen und Sachen zu überlegen, was man denn jetzt reinbauen kann und so. Oder was man bauen möchte. Denn irgendwann mal sind wir hier am Ende. Klar, es gibt noch viele, viele Sachen, was man machen müssen, denn die Städte sind nicht alle an den Güternetz eingebunden. Und da müssen wir Schiffverkehr bis, glaube ich, unendlich machen, alles hier rüber. Und also hier sehen wir, es gibt genug Güter, aber die sind alle in der Nähe von der Ulm. Klar, das ist unsere Hauptstadt. Aber ist die Stadt ausgenutzt? Ist die Stadt ausgenutzt? Können wir uns jetzt mal kurz in Ruhe angucken. Also Werkzeug 100%. Also wir sind wirklich relativ sehr gut benetzt, was das angeht. Wir müssen, jetzt gucken wir mal, Trebs. Trebs war die zweite Stadt. Hier fehlt vieles. Hier fehlt fast alles noch. Und da machen wir, würde ich sagen, hier irgendwie so eine Art Depot, wo wirklich alles ankommt. Da kommt Werkzeug an, da kommt das an, da kommt das an, da haben wir 4 Millionen und da können wir unten ausbauen weiter. Das werde ich aber, glaube ich, im nächsten Part machen. Und der Part ist auch gleich zu Ende, also wir verbinden jetzt eigentlich noch den Bahnhof. Also weit ist es ja nicht mehr. So. Und dann brauchen wir Schienen, Bahnhof, flexibel, größten und gucken. Hier muss eine leichte Kurve rein. End Street Connection.
Oberleitung. Plattform können wir auch noch ändern. Auf. Okay. Ne, das braucht man nicht. Und dann haben wir das ja. Gucken. Das könnte schon reichen. Das ist zu scharf. Das passt. Und andere Seite machen wir eine scharfe Kurve rein. So, das wenden wir bitte so an. Und verbinden jetzt bitte die letzten paar Meter hier. So, dann haben wir aber noch ein paar Millionen übrig. Und das heben wir uns aber, glaube ich, auf. Obwohl, scheiß drauf. Macht das jetzt, machen wir die Abmaut. Ich hoffe natürlich, dass euch der ganze Part gefallen hat. Und wenn ja, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Und nicht einen Daumen nach unten. Schreibt natürlich in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und so können jetzt die ganzen Leute zum Flughafen fahren und vom Flughafen aber auch zu jedem anderen Ort, den sie gerne möchten, so ungefähr fast schon. Dann brauchen wir hier bitte noch ein altes Signal und hier. Ja, ich würde mal sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Sagt dann, wenn sie. Ciao, ciao.